Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Darkness 2. So, jetzt suchen wir mal einen Weg. Wir müssen ja dem Jackie helfen. Das Leben erfüllt keinen Zweck. Nur die Finsternis dient einem Zweck. Stimmt, Bruder. Naja. Wenn du etwas stiehlst, was nicht dir gehört, verbringst du die Ewigkeit in der Hölle! Ich würde die gerne beide platt machen wollen. Ich weiß nur nicht, ob das geht. Die Liebe hat nie existiert. Höchstens als Manipulationswerkzeug der Finsternis. Geh zurück und warte. Was du auch tun musst, du musst warten. Du weißt, wann die Zeit gekommen ist. Wie du meinst. Scheiße! Scheiße, warum? Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Der hat uns doch gar nicht gesehen. Warum konnte ich den nicht... Nach dem Tod folgt nichts. Außer man dient der Finsternis. Gepriesen sei die Finsternis! Aber die Finsternis will euch nicht. Wenn du mich hören kannst, kann ich dich auch hören. So funktioniert das nicht. Nichts kann die Bruderschaft aufhalten. Wer der Finsternis dient, hat die Illusion, etwas wert zu sein. Wer ist da? Jetzt ist aber wenigstens schon mal einer weg. So. Nice, jetzt sind beide weg. Ein Glück. Hier ist ein Relikt. Juhu! Nee, da ist mir zu viel Licht. Du bist in der Nähe. Ich spüre dich. Moment. Ich gehe mal lieber hier lang. Schalte den Strom ab und verschaffe dir Zugang zur eisernen Jungfrau. Okay. Ja. Ach, wegen dem Licht dort. Ja. Ah, na, ein Glück, es gibt diese Dinger hier. Diese Kanäle. Niemand weiß, wohin er geht. Ich schon. Dort ist das Fenster. Da oben. Mach die Augen auf, dann verstehst du, warum es so verdammt wehtut. Zerstöre den Schaltkasten. Da liegt wieder Munition. Monichrona. Da ist es. Ich kenne diese Angst. Ich erkenne ihren Geruch. Niemand da. Der eine juckelt rum. Da, der eine juckelt rum. Ich weiß, dass da was war. Bist du das? Nee, der ist tot, aber er juckelt rum. Hat das noch wer Errungenschaft freigeschaltet. Teuflisches Vergnügen. Jetzt juckeln sie beide rum. Der eine aber mit der Hand, der andere... Ja gut. Dazu sage ich nichts mehr. Oh, hier ist ja noch einer. So. Ah, wer ja gelacht.
hier geht's hoch. Guck mal. Erstmal alle ausschalten, dann können wir nämlich den Rest ganz gechillt machen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss sie in mir spüren. Jetzt! Fast geschafft. Hol mich zurück, Jackie! Oder Jenny brennt für immer! Jackie! Ja, wir haben die Finsternis. Die Macht des Grals ist vollkommen! Nein! Gib sie mir zurück! Deine Zeit mit der Finsternis ist vorbei. Du hattest deine Chance. Und wie alle Estacados vor dir hast du versagt. Los, Peevish. Es ist Zeit, die Früchte unserer Arbeit zu genießen. Verbrennt ihn, damit die Finsternis nicht in den Wirt zurückkehren kann. Macht es schmerzhaft und langsam. Es ist Zeit für dich zu sterben. So ein Arsch. Wirt. Scheiße. Wo bist du? Ja. Auf dem Weg! Halt durch! Habt ihr das Licht ausgemacht? Entschuldigung. Aber zum Glück lädt er sich gleich wieder auf. Was ist denn das? Oh nein. Ich ertrage es nicht länger. Entschuldigung, Verzeihung, darf ich mal? Solche Leute wie den kann ich ja leiden. Ich höre nichts. Das ist gut. Scheiße, ich muss mich, glaube ich, beeilen. Oder? Obwohl, nee, dann würde ich eine Zeit tickern. Oh, der juckelt auch rum. Das Leben ist bedeutungslos und nach dem Tod folgt nichts. Aha, gut zu wissen. Ah, Jackie, nein, hör doch auf, ich beeil mich ja, ich will mich ja beeilen. Sie ruft mich. Der hat seinen toten Freund gefunden. Leg dich doch dazu. Guckt jetzt, dein seid Wunsch ihr ist mir Befehl. Zusammen. Wer ist der? Niemand. Wer ist da? Ich. Oh, ich liebe diese Schleichtötungen. Ich weiß auch nicht. Nein, das war nur, um sie zu umrunden. War da hinten nicht irgendwas? Oh, ja. Entschuldigung. Hier. Huh, nein. Sieht nicht gut aus. Du wirst vernichtet wie eine leere. Ich sag doch, dass wir hier hin müssen. Ich werde in deiner Asche pissen, Wirt. Ich sag doch, dass wir hier hin müssen. Vorhin waren wir dort. Victor hat die Finsternis im Gral. Wir müssen die Finsternis befreien. Oder wir verpissen uns nach Vegas und lassen die Sau rausgehen. Wir sind frei! Solange die Finsternis da drin gefangen ist, ist auch Jenny gefangen. Es gefällt mir nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss die Finsternis retten. Ah, die Freiheit war lustig, solange sie anfängt. Ich finde den Kleinen so cool. Ah, ich möchte ihn als Plüschchen haben. Ich finde den so niedlich. Aber, der juckelt auch noch rum mit breiten Beinen. Also mal ganz ehrlich, Kerl. Ja, dann tu doch deine zuckende Hand dort unten hin, wenn es dir so wichtig ist. Was wollte ich sagen?
Ja, wir hatten Errungenschaft freigeschalten, wieder im Sattel. Ich finde es aber mal ganz ehrlich interessant. Die Finsternis ist weg. Aber der Kleine hier ist noch bei uns. Der hat doch aber mit der Finsternis was zu tun. Das finde ich echt sehr merkwürdig, aber auch sehr interessant. Ach, immer diese linearen Wege finde ich ja toll. Kann man sich nicht verlaufen. Ach, jetzt haben wir keine Finsternisarme mehr. Oh. Aber ich frage mich echt, warum der Kleine immer noch da ist und warum er uns immer noch helfen kann. Weil er gehört ja eigentlich zur Finsternis. Das verstehe ich nicht. Ah, guck mal, wer da hinten ist. Ich bin auch einer. Entschuldigung. Wie töte ich die? Hallo? How to shoot him? Wieso kommt mir das hier bekannt vor? Wieder dieses Bild. Okay. Lololo. Was zum Teufel ist das? Das ist das Büro meines Vaters. Was machen diese Arschlöcher im Haus meines Vaters? Yep, du bist zu Hause, Kumpel. Wirst du mal staubgewischt werden, wenn ich das so sage? Das war die alte Waffe meines Vaters. Er war ein Sammler. Ja, er hatte Waffen gesammelt. Und Finsternisreliquien. War ein Experte auf dem Gebiet. Und das hat ihn, glaube ich, geholfen. Er hat versucht, dir zu helfen, Elfchen. Nimm das Gewehr deines Vaters an dich. Hat der Kleine hier, hat er den Vater gekannt? Oh, ich finde den knuffig, den Kleinen. Ich weiß auch nicht. Ich finde den total knuffig. Auf jeden Fall süßer als diese dicken Putten. Das Bild ist cool. Hat was von dem Bild, so also ähnlich wie das Bild von Napoleon. Modell 1887. Kämpft dir deinen Weg aus dem Keller. Habe ich nicht schon die meisten umgebracht? Müssten die nicht eigentlich schon weg sein? Oh, Gefäß des gesegneten Blutes. Relikt. Hätte ich ja fast verpasst hier. Nice. Aber ich denke, unseren Endkampf werden wir dann, den werden wir aber mit der Dunkelheit hoffentlich durchführen. Oh, hier, das ist der Vater. Und Jackie. Na. No. Und was steht hier? Viele Sachen, die ich nicht lesen kann. Still alive. Das kann ich lesen. Still alive mit dem Bild hier runter. Mit dem Pfeil hier runter. Das ist irgendein Schwert, was vorne so gespalten ist mit Zacken. Könnte ein Finsternisschwert sein. Man weiß es nicht. Das hier sind auch das Messer. Ein Kopf. Ein Dolch oder so. Ach, das hier ist die Maske. Diese Maske haben wir schon gefunden. Wisst ihr noch? Seht da mal. Gut, dann hilft uns Papi jetzt wieder. Uhuhu. Huch. Voll falsch. Hat das noch wer gehört? Nein. Suchen wir weiter nach. Uhuhu. Der Träger der Finsternis ist hier. Ja, nur dass ich gerade keine Finsternis bei mir habe. Habe ich hier unendlich Muni? Du ich sehe nicht. Verstecken. Ich sehe nicht, wie viel Muni hörst ich habe. Ja. Dein Schädel wird mir gehören. Ich sehe nur Licht. Wo ist die Finsternis? Dann sei doch froh, wenn du Licht siehst. Glaub nicht, dass du entkommen kannst. Eine UMP. Meine UMP. Du kannst der Bruderschaft nicht entkommen. UMP. Ah, und jetzt muss ich auch nicht mehr das Licht fürchten. Na gut, das war vorher ja für mich auch kein Problem. Ich weiß, wo du bist. Aber es wurde dann immer so hell. Niemand entkommt der Bruderschaft. Bist du doof? Ach so, da geht's nicht lang. Okay, also hier lang. Komm zurück! Hä? Du bist weggerannt. Wage es nicht, dich zu widersetzen. Du bist weggerannt. Was hängt denn da in der Wand? Da hängt was Violettes in der Wand.
Oder sehe nur ich das? Brauche Rückendeckung! Oh! Seht euch diese erbärmliche Warum schreist du so? Du lebst doch noch. Naja, jetzt nicht mehr. Was ist denn das hier für ein Strich? Da ist doch gar nichts. Naja. Ah, okay. UMP! Zwei UMPs! Das fände ich toll. Ach so, wie heile ich mich denn jetzt, wenn ich verletzt werde? Nur so als Info. Nur so als Info. Ach, ich mag die UMP. Ach, hier Gänge für meinen kleinen Freund. Wo ist der überhaupt? Wir suchen weiter nach ihm. Dein Schicksal liegt im Grab, Estacado. Ach ja? Scheiße, ich bin getroffen. Scheiße! Es ist der Ein! Ich werde von beiden Seiten geschossen. Ich schieße nur von einer Seite, du Hohlniete. Es ist so kalt. Ja? Ich weiß, wo du dich versteckst. Ach, hier. Ich glaube, da ist mein Kleiner durchgerannt. Hier durch. Huch. Bist du da, Fleischwirt? Fleischwirt? Du steckst hier irgendwo. Licht hilft bei mir übrigens nicht. Ich bin nämlich nicht empfindlich dagegen. Was ist das, wenn ich da so? Dann habe ich auf einmal diese Sicht. Der Fleischsack ist hier. Ich spüre ihn. Der Fleischsack, hallo? Fehlalarm. Huch. Doch, meine Kugeln. Nein, dir will niemand helfen. Du warst unartig und du bist... Weil du unartig warst, weil du total unsympathisch bist. Huch! Total verzogen. Ich lauf los! Wo habe ich verschreckt denn jetzt meine UMP hingeworfen? Glaubst du, du kannst dich vor mir verstecken? Ah. Wer will sich denn verstecken, bitte? Deine Schwäche wird dich verraten. Hä? Excuse me? Bitte was? Welche Schwäche? Wo bist du? Hier. Und Licht stört mich nicht. Da ist er. Huch. Huch. Warte, ich hab was für dich. Was bist du? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Hm. Bist du nur UMP? Nee. Oh, ich habe kein Licht. Ja, gerade ein paar Folgen Prey gespielt und jetzt spiele ich The Darkness 2. Und da will ich immer hier drücken, damit ich Licht habe. Aber ich, ja gut, Licht ist bei ihm nicht ganz so gut. Ah, hier, wieder für den Kleinen. Apropos, wo hängt der denn schon wieder rum? Ich glaube, der begleitet uns gerade gar nicht. Überall gucken, damit wir keine Muni vergessen. Auch hier. Ja, hier ist der Kleine durch. Das ist es. Gib sie mir. Ich brauche sie. Fertig. Tu mit seiner Leiche, was du willst. Ach nö. Ich jetzt gegen die Finsternis? Hallo, Schönling. Geht spielen, meine Tierchen. Jetzt wirst du erkennen. Jetzt wirst du die erbärmliche Kreatur entlarvt, die du bist. So, viel Macht. Oh nein. Meine Fresse, hältst du nie das Maul? Scheinbar nicht. Oh nein. Ey, das ist ja voll mies. Oh, vergiftet war das Vieh auch noch. Vorsicht! Es ist Estacado!
noch nicht. Ich wollte schon... Viel Spaß, meine kleinen Freunde. Ich wollte schon sagen, wir haben doch... Wir haben ja erst zwei Bosse gehabt. Oh, der Schmerz ist so schön. Und wo ist unser... Und wo ist unser... Ich werde das genießen. Finsterling? Ich mag es, wenn du härter spielst. Oh nein, hör auf. Geht spielen, meine Tierchen. Ich werde hier diesen Kampf erstmal abbrechen. Ich weiß, das ist voll mies. Aber dann geht's in der nächsten Folge weiter. Und dann nähern wir uns auch dem Endboss. Dann haben wir jetzt, immerhin haben sie uns vor dem Endboss nochmal einen dritten Boss gegeben, weil zwei Bosse in einem Spiel ist auch ein bisschen wenig, aber müssen auch nicht so viel mehr sein. Also denn, bis zur nächsten Folge. Tschüss!